Hallo Bravo TV! Yeah! Party People! Come follow me, come follow me, come follow me, the sunny day! Hyper. Mit Hyper Hyper begann die einzigartige Karriere von Scooter, die Gründer der Hitfabrik HP und Rick. 86, da hatte ich inseriert in der Annonce, so im heißen Draht, dass ich einen Keyboarder suche. Und das war halt Rick. Ein Keyboarder suchte Sänger. Und seitdem arbeiten wir eben schon zusammen. Na, früher war das Celebrate the Nun. Feeling high and feeling down, giving love. Nach dem musikalischen Ausflug in den Synthie-Pop und verstärkt durch Ferris stürmten Scooter als die erfolgreichste deutsche Rave-Band der 90er sofort die internationalen Charts. Der Nachfolgehit Move Your Ass jagte mit 160 Beats per Minute durch die Boxen und katapultierte Scooter wieder in die Top 10 bis auf Platz 3. Ich war ja in so einer Versuchsanstalt für Autos und Züge werden da getestet, in so einer Kältekammer unter anderem. Ja, da musste ich dann bei minus 18 Grad, wurde da eben gedreht und dann viele dachten, das sei Kunstschnee, das war aber alles richtig echt. Come on! Come on! Hardcore! Mit jedem neuen Ohrwurm festigten Scooter ihr Image als Techno-Einheizer mit ganz eigenen Markenzeichen. HPs unverkennbarer Stimme für die aufputschenden MC-Sprüche wie geschaffen. Ich fing so als Scherz an, dass ich gern mal eine Coverversion von Billy Idol machen wollte. Also hatte ich mit Rick drüber gesprochen. Und Rick war anfangs noch eher skeptisch. Und in the midnight hour, she cried more, more, more. Mit Rebel Yell kommt HP seinem Idol ganz nah. Fast unverändert übernehmen Scooter den Billy Idol-Hit von 1984. Auch mit Break It Up erfüllt sich HP einen besonderen Wunsch. Die schnellen Jungs wagen sich erstmals an eine Ballade. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt nur noch ruhige Sachen machen. Also, wie gesagt, bei uns weiß man nie, was als nächstes kommt. Fire! Als nächstes gab Scooter wieder so richtig Vollgas. Fire war die erste Single aus ihrem zweiten Album The Age of Love. Das Trio, das anfangs viele als Eintagsfliege abgetan hatten, lieferte mal wieder den Beweis, dass ein Ende noch lange nicht abzusehen war. Manchmal fliegen die Fetzen, aber ich glaube auch, Scooter wäre nicht Scooter, wenn einer von uns nicht mehr dabei wäre. Und das wissen wir alle und deswegen bleibt's dabei. Ganz so kam es dann doch nicht. Während HP und Rick sich musikalisch stets einig waren, verabschiedete sich Ferris diesen Sommer in Richtung Solo-Karriere. Am 16. November erscheint seine erste Single Girl. Irgendwas stimmt nicht mehr, so die ganze Chemie, es ist halt nicht mehr so, wie es mal war. Und da kam das halt so raus und da haben wir gesagt, Mensch, dann ist vielleicht besser, man macht wirklich dann eine Trennung, bevor es so weit ist, dass man sich irgendwann streitet und dann irgendwann im Zoff auseinandergeht. Würdiger Ersatz für HPs kleinen Cousin war schnell gefunden. Neu dazu kam der Hamburger DJ Axel Kohn. Ich habe das Angebot auf jeden Fall gerne angenommen. Das ist für mich also eine super Sache und womit ich nie gerechnet habe. Ich hatte eigentlich nie vor, auf die Bühne zu gehen, sondern ich wollte immer irgendwie im Studio arbeiten und zu produzieren. Und dass ich das jetzt miteinander verbinden kann, das Arbeiten im Studio mit dem Showteil nachher, das ist also für mich eine super Sache. Bereits bei den Aufnahmen zur ersten Single-Auskopplung aus dem aktuellen Album No Time to Chill hat Axel seine Finger im Spiel. Und obwohl Scooter seit über 8 Monaten keine neue Single herausgebracht haben, How Much is the Fish prescht von 0 auf 3 der deutschen Charts. Der höchste Chart-Entry der Bandgeschichte. Nachgelegt wird mit einer Doppelsingle. Weil die Jungs von Scooter sich nicht recht entscheiden können, mit welchem Stück sie als nächstes die Massen anfeuern sollen, werden gleich 2 Songs ausgekoppelt. Wir sind ja bekannt dafür, dass wir immer sehr bescheiden sind. Und das drückt auch dieser Titel wieder aus. Während Kiss, die Erfinder dieses Songs, gerade in den USA touren, ackern HP, Rick und Axel gerade mal wieder in ihrem Hamburger Studio. Die nächste Tour von Scooter startet im Frühjahr 99.